Chaos. Nur Chaos. Der Ursprung war Chaos. Und aus Chaos entstanden Antimaterie und Materie. Spiritus et Materia. Materie und das sie bewegende Bewusstsein. In der Bibel steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Doch hier unterläuft den meisten Menschen der erste Fehler in ihrer Interpretation. Denn Himmel und Erde waren in den alten sumerischen Religionen auch Begriff für zwei andere Prinzipien. Und zwar Ki oder Ge, Erde, steht für Körperkraft, Fokus, Präsenz und Materie. Und An, In oder En, Luft, steht für Transzendenz, Flow, spirituelle Kraft, den Spiritus, die Antimaterie. Diese Begriffe sehen wir auch in den Göttern wieder, der Sumerer. Anu, der Gott des Himmels. Enlil, der Gott der Luft. Und En-Ki, Gott des Wassers. Wasser ist hiermit eine Fusion aus Luft und Materie. Warum greife ich nun schon die sumerische Religion auf? Weil die Bibel bis zu Abraham einfach ein stark editiertes Buch über den sumerischen Glauben ist? Dementsprechend wird hier auch noch der Begriff Elohim benutzt, also die Götter. Von Abraham bis Moses ist die Bibel dann ein kanaitisches und auch ägyptisches Glaubensbuch. Und erst ab Moses beginnt die Geschichte des Judentums. Aber das nur nebenbei, dazu kommen wir später. Ohne die Fehlübersetzung aus dem Sumerischen beginnt die Bibel also so. Am Anfang schufen die Götter Spirit und Materie. Die Materie war aber Wüst und Wirr. Der Begriff Tohu Wabohu, den wir auch im Deutschen benutzen, kommt von dieser Stelle. Denn das ist im Hebräischen der Begriff für Wüst und Wirr. Man kann Tohu Wabohu aber auch mit Chaos übersetzen, was manche Bibeln auch tun. Das würde dann auch dem pantheistischen Gottesbild entsprechen, in dem Gott selber die Materie durchzieht, denn Chaos ist der griechische Begriff für Gott. Finsternis lag über dem Urwasser, Apsu. Und der Geist der Götter schwebte über dem Wasser, Apsu. Das Wort für Geist hier ist Ruach und ein sehr wichtiges Wort im Judentum. Der Apsu ist das, was die Aborigines die Traumzeit genannt haben. Was genau der Apsu ist, der in der heutigen Bibel als Wasser oder Urflut bezeichnet wird, erkläre ich in einem separaten Video. Ebenso die Bedeutung von Ruach. Dadurch, dass wir nun den ersten Satz der Bibel überarbeitet haben, macht die ganze Geschichte direkt viel mehr Sinn. Schließlich wird später noch einmal die Welt erschaffen. Aber es wird auch tausendmal komplizierter. Lasse ich mich nun in eine wissenschaftliche Spekulation umwandeln. Durch einen Zufall entstanden im Chaos Materie und Antimaterie, auch genannt Raum und Zeit. Diese beiden waren jedoch nicht voneinander getrennt. Diesen hypothetischen, nicht getrennten Zustand von Raum und Zeit nennen wir die Traumzeit und sie kann von uns jede Nacht erforscht werden. Außerhalb der Traumzeit und der Raumzeit liegt aber immer noch undefinierbares Chaos. Vorhin habe ich gesagt, dass Antimaterie Bewusstsein ist, auch genannt der Geist, Ruach. Nun sage ich, es ist Zeit. Bewusstsein schafft nämlich Zeit. Zeit ist das physikalische Nebenprodukt des Bewusstseins. Zurück zur Bibel. Nun heißt es weiter: Chaos sprach, es werde Licht. Und hier hat es Johannes der Apostel sehr gut verfasst, als er sagte: Am Anfang war das Wort. Denn was ist ein Wort? Schall, Schwingung, ein Knall? Und es wurde Licht, und Chaos sah, dass Licht gut war. Das hebräische Wort für Licht ist Ohr. Das altgriechische Wort für Licht ist hingegen Phos. Das Licht war für die Griechen personifiziert, der aus dem Ei geschlüpfte erstgeborene Phanis, auch genannt Phosphorus. Und sein Name bedeutet so viel wie das erscheinende Licht. Phanis wurde mit dem Liebe- und Lustgott Eros oder auch Cupid gleichgesetzt und galt als der erstgeborene Eros. Für die Ägypter war das Licht Ra, der auch der erstgeborene Horus genannt wurde. Das Wort Sehen heißt im Hebräischen übrigens Ra und das Wort Schöpfen Bara. Horus, Ra, Phanis oder Regenbogenschlange. Was auch immer wir für einen Namen für diesen Charakter geben, man sollte ihn im Hinterkopf behalten. Der zweigeschlechtliche Phanis, oder das zweigeschlechtliche Phanis eher, hat sich zuerst in eine weibliche und eine männliche Version geteilt, die wiederum mit ihren Kindern, die in diesem Sinne Ausspaltung sind, die 72 Elohim, Engel oder Götter sind. Die größte dieser Spaltung, der Vatergott El, ist später der Hauptcharakter des Alten Testaments. Im Hinduismus erzeugt das der die große Gott in Göttin, oh ich hab da gegendert, Mahadeva, Mahadevi, durch Spaltung zuerst Vishnu, Lakshmi, Brahma, Sarasvati, welche sich wiederum spalten in Vishnu, Lakshmi und Brahma, Sarasvati. Diese wiederum spalten sich in Vishnu und Lakshmi und Brahma und Sarasvati. Ich nehme kein Gehalt für die Aussprache davon. Ich kenne nur wie das geschrieben wird.
Brahma und Sarasvati bekamen die Aufgabe, die schöpferische Kraft Gottes zu sein, also Dinge im Universum zu schöpfen. Vishnu und Lakshmi bekamen die Aufgabe, die Schöpfung von Brahma zu behüten. Dementsprechend haben sie von hier aus unterschiedliche Wege genommen. Brahma und Sarasvati haben sich bis aufs Maximum geteilt und aus ihnen wurden später die Tiere, Menschen und alles Leben. Vishnu und Lakshmi haben stattdessen nur 70 andere Visionen erstellt und aus ihnen wurden die Elohim, Engel oder Götter. El wäre dementsprechend der Teil von Vishnu, aus dem die anderen Spaltungen hervorgegangen sind. Genauso wäre es mit Ashera und Lakshmi. Dementsprechend ist El nicht ganz Vishnu und Ashera nicht ganz Lakshmi, sondern nur ein Teil der Spaltung. Die anderen Spaltungen sind ebenso nicht ganz Vishnu, aber dennoch Vishnu. Was erklärt, warum im hinduistischen Mythos fast jeder und seine Mutter irgendwie ein Avatar von Vishnu ist. Laut einer esoterischen Nazi-Fotze ist sogar Hitler ein Avatar von Vishnu. Das Wort habe ich nicht gesagt. Der korrektere Name für El im Hinduismus wäre dementsprechend Indra oder nach der Flut Mitra. Und seine Geschichte ist ohne Übertreibung die vielleicht abgefuckteste Geschichte, die ihr je gehört habt. Es wird noch viel verrückter und ich kenne keine krankere Geschichte. Na, die Bibel ist halt echt krasses Zeug, ey. Wirklich kranke Scheiße. Okay, also Gott hat sich am Anfang gespalten. Dadurch ist das Leben entstanden. Seine beiden Spaltungen in unserer Dimension haben sich nun zum einen massiv gespalten und zum anderen nur minimal gespalten. Der Hauptteil Gottes liegt jedoch noch außerhalb des Universums, vermutlich verteilt auf unzählige andere Universen im Multiversum. Warum die ganze Gespaltungsgeschichte? Nun gut, es ist ein wissenschaftliches Prinzip, dass Energie nicht erzeugt werden kann in unserem Universum, sondern es eine gewisse Menge an Energie gibt und darauf ist das Universum beschränkt, diese verwandelt sich nur. Dementsprechend müssen Vishnu, Lakshmi, Brahma, Sarasvati sich gespalten haben, um mehr erzeugt zu haben. Oder wir müssen ja auch Biomasse, also Energie des Lebens, konsumieren, damit wir mehrere Menschen erschaffen können. Ohne Ernährung, durch beispielsweise Tiere oder Pflanzen, können wir keine weiteren Menschen zeugen, sondern wir sterben sogar. Gott könnte uns natürlich erschaffen haben, ohne sich selber zu spalten. Das schließt sich nicht aus. Schließlich ist Gott nicht an die Naturgesetze unseres Universums gebunden. Dennoch gehe ich davon aus, dass Hashem zumindest einen Teil von sich abgespalten hat, um uns zu beseelen. Okay, nun fassen wir das in einer wissenschaftlichen These zusammen. Die Masse an möglichen Leben im Universum ist begrenzt auf eine bestimmte Anzahl. Diese ist gekoppelt an die Masse von Ruach, also Antimaterie. Diese ist nach meiner Einschätzung aber unvorstellbar hoch, denn schließlich ist sie, was man auch Bewusstsein, Brahma oder Chi nennt, das, was unser Universum bewegt. Ich denke, wir machen hier den ersten Cut. Das reicht als eine kleine Einleitung. In der nächsten Episode vergleichen wir die biblische Entstehungsgeschichte mit der Ohrfischen und fügen die Kabbala hinzu. Vielleicht machen wir auch noch einen kleinen Abstecher zur vedischen Geschichte der Devas in der Milchstraße. Mal schauen. Bis dann.